Jetzt ist endlich Sommer und heute sind wir im Styles Outlet in Brena und ich bemale Sophie, mein Modell, mit einer Illusions-Jeans. Das war anlässlich der Denim Days und die Besucher, die an dem Tag ins Shopping Center kamen, konnten uns beim Malen zusehen. Es gab Spezialrabatte für die Jeans. Einige wünschten sich dann ein Motiv von mir auf ihre Jeans gemalt. So hatte ich den ganzen Tag zu tun und zum Schluss, als es dann weniger wurde von den Besuchern, packte ich meine Sumsi aus und flog noch durchs Shopping Center. Also hier fangen wir an mit den Haaren und ich locke Sophie ein paar Locken auf und habe dann später auch noch ein Haarteil dran gemacht, einfach dass das Ganze ein bisschen voller wirkt vom Volumen. Vom Stil her soll es ja so an die 70er mit den Polka-Dots erinnern. Einfach dieser amerikanische Stil, den man damals mit den Jeans gut kombiniert hat. Dann geht's zum Bodypainting und ich starte mit der Grundierung. Innen ist es etwas heller und außen etwas dunkelblauer, weil ich es so finde, dass es ein bisschen plastischer wirkt. Und so malte ich nach und nach die Illusion einer Jeans auf die Haut. Um einen plastischen Effekt in 3D zu erzeugen, habe ich dann noch diese Samtbordüren, die ich damals bei McGuides gesehen habe, noch draufgeklebt und mit dem Texturbartschwamm die Textur von der Jeans nachgeahmt. In der Mitte ist es ja immer ein bisschen abgewetzt, also einfach diesen weißen Faden, den man bei der Jeans ja hat, wenn er rauskommt, wenn es im Used Look ist, einfach ein bisschen mit dem Bartschwamm nachziehen. Unsere Nachbarn luden uns dann zur Pause mit einem Corn Dog ein und Sophie hatte ihre Freude davon zu probieren. Außerdem gab es dann auch noch Milchshake und so hatten wir einen tollen Nachmittag. Bei der Farbe des Tops musste Sophie lachen, weil sie ein Déjà-vu-Erlebnis hatte von dem Prag-Wettbewerb, wo ich sie ja wirklich sehr rot bemalte. Also der gleiche Farbton nochmal oben als Top. Die Polka-Dots malte ich mit diesem Stupfpinsel. Den kriegst du übrigens auch bei McGuides oder auch anderen 1-Euro-Geschäften. Ich finde das sehr praktisch, weil es einfach sehr schnell geht. Außerdem habe ich dann noch mit so ein paar Effekten gespielt und ihr Perlen aufgeklebt. Make-up dann noch und bereit für das Shooting. Thank you.
dass du heute wieder mit bei meinem Adventure dabei gewesen bist. Ich hoffe, es hat dir gefallen und bei dir ist auch ein bisschen Sommerlaune übergesprungen. Ich hoffe, du bist auch gut in die Woche gestartet und schwitzt nicht im Büro. Gönn dir auch, wie wir an dem Tag, mal ein Milchshake oder Eis. Perfekt, um die Sommerlaune zu heben. Also, wir sehen uns beim nächsten Adventure. Bis dann, deine Julie.